Bei der SPD geht es weiter wie bisher. Denn Lars Klingbeil und Saskia Esken wollen ab Dezember wieder für 2 Jahre den Parteivorsitz der SPD. Plus zusätzlich haben sie einige Steuergeschenke im Gepäck. Wie zum Beispiel an der Stelle einen Lastenausgleich, der sich jetzt übrigens Krisenabgabe nennt. Dann haben wir eine Erhöhung der Einkommensteuer und eine Erhöhung der Erbschaft und Schenkungssteuer. Das Ganze soll angeblich 95% der Steuerzahler nicht betreffen, weil in dem Zusammenhang ja nur Vermögen oder Einkommen ab 1 Million Euro beziehungsweise hier in dem Zusammenhang von mehr als 250.000 Euro zu versteuernden Einkommen herangezogen werden. Problem ist aber an der Stelle, dass man hier mit den 5%, die hier erwähnt werden, plötzlich schon bei einem Einkommen von knapp über 100.000 Euro dabei ist.